Hingegebene Liebe. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 15. Ich aber will gern hingeben und hingegeben werden für eure Seelen. Wenn ich euch mehr liebe, soll ich darum weniger geliebt werden? Was wollen wir vor allem? Was ist das, was wir am meisten ersehnen, erhoffen und auch anstreben? Was tut uns unendlich gut und macht uns einfach glücklich? Antwort: Wenn wir geliebt werden. Und da die Liebe keine einseitige Angelegenheit sein kann, sucht sie sich immer ein Gegenüber. Das wäre der Sinn und Inhalt des Begriffs Liebe und letztlich auch Gottes Motivation für alles. Die Liebe ist das Höchste. Besonderen Wert hat die Liebe in der Familie. Im Grunde ist das auch der Grund für die Liebe. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und gab ihnen mit auf den Weg, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. 1. Mose 1, 26 bis 28. Also eine Familie zu gründen und füreinander da zu sein. Auch nach dem Sündenfall hat Gott diesen Wunsch nicht revidiert. Es gab dann eben nicht nur gute, sondern auch schlechte Zeiten. Sünde macht vieles kaputt, aber es hat Gott nicht überrascht, dass es so gekommen ist. Das Evangelium ist ewig und war schon in Gottes Gedanken, bevor er den Menschen erschaffen hat. Ebenso seine Erlösung. Ein Grund mehr, zueinander zu stehen, sich in Liebe zu ertragen und sich auch gegenseitig zu helfen, zu vergeben und auch zu ergänzen. Epheser 5, 28 bis 33, wie das eben gerade auch in der Ehe vollzogen werden darf und kann und soll. Den Kindern wird geraten, ihren Eltern gehorsam zu sein und sie zu ehren. Den Eltern wird die Pflicht auferlegt, ihre Kinder nicht zum Zorn zu reizen, sondern sie auch in Respekt und der Ordnung Gottes zu erziehen. Epheser 6, 1 bis 4. Gute Ratschläge, auf jeden Fall. Ebenso geht Gott auch mit seiner Familie und er hat ein ernstes Interesse daran, dass wir auch in diesem Rahmen, in dieser Liebe, in dieser Art und Weise, wie Gott sich das gedacht hat und wie es uns die Bibel auch formuliert, sein Leben, seine Ehe, sein Glaubensleben zu leben und darin zu wandeln, wie man so schön sagt. Dafür sorgt Gott auch, indem er uns die Möglichkeiten gibt, uns in seinem Sinne auch zu entfalten und das Richtige zu suchen und zu finden und die rechten Wege zu gehen, die Gott, wenn wir gläubig sind, sogar vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Dass Eltern ebenso wie Kinder Fehler machen, nicht perfekt funktionieren, mitunter eigensinnig sind, liegt auf der Hand. Das kennen wir ja alle. Aber es gibt einen Unterschied zwischen rebellischem Ungehorsam, boshafter Fahrlässigkeit und einer gewissen Naivität, Gedankenlosigkeit oder auch Unreife. Ohne Fehler und Schwachheiten würden wir auch nichts lernen und keine echten Erfahrungen machen, uns auch nicht selbst erkennen, wie wir auch vor Gott stehen. Probleme sollen uns letztlich auch nur in die Hand Gottes treiben. Und das zählt das ganze Leben lang, wenn man gläubig ist und gläubig sein darf. Alles, was geschieht, muss immer an Gott vorbei. Und laut Römer 8, 28 dient uns auch alles zum Besten. Und das Beste ist eben tatsächlich auch, wenn uns die Probleme in die Arme Gottes führen und wir einfach auch im Vertrauen, auch wenn es manchmal wehtut, uns an Gott wenden in allen Lebenslagen. Auch das ist etwas, was uns letztlich zum Guten dient und unseren Glauben stärkt und uns einfach auch ganz praktisch die Hilfen gibt zur rechten Zeit, die wir auch brauchen, wenn wir Mangel haben, wenn wir etwas vor uns haben, was wir nicht überwinden können, wenn wir krank sind oder wenn wir einfach Angst vor der Zukunft haben oder einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Auch der Mangel an Liebe ist ein
ein Problem. Ob nun Kind, Mann oder Frau, alle haben einen allmächtigen Vater im Himmel. Und das ist etwas, was wir auch im Laufe unseres Lebens, unseres Glaubenslebens erfahren müssen. Dass wir nämlich Jesus erkennen und dass wir in ihm auch den Vater und den Vater in Jesus erkennen und einfach wissen, dass ihm nichts unmöglich ist. Gott ist jemand, der unendlich gütig, gutmütig, liebevoll, unendlich weise und absolut gut ist. Einer, der über allem steht und alles sieht und erkennt, auch das, was wir selbst nicht sehen und erkennen und wahrnehmen. Er ist jemand, der auch alles wenden und verändern kann, wenn es sein muss von heute auf morgen. Wozu wir nicht fähig waren, nämlich Gott in allem zu genügen und seiner würdig zu sein, dafür hat Gott gesorgt durch das Evangelium Jesu Christi. Johannes 14,6. Jesus ist würdig, auch für dich und für mich, wenn du an ihn glaubst, wenn du an die Vergebung deiner Sünden durch Jesus Christus glaubst. Dann bist du vor Gott gerecht und würdig und angenommen und geliebt und ein Kind des Allerhöchsten. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater, und wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2,23. Was soll Gott auch mit einem Kind anfangen, das ihn trotz aller liebevollen Zugeständnisse und Hilfen leugnet, ignoriert, ihn für tot erklärt und grundlos ablehnt und vielleicht sogar hasst? Da stellt sich mir die menschliche Frage, ob Gott tatsächlich an einen Punkt kommen kann, wo er trotz tiefstem Begehren nach unserer Erlösung traurig resignieren und aufgeben muss. Man sagt landläufig, dass des Menschen Wille sein Himmelreich ist, aber ist es so einfach? Auch unser Wille ist nicht unabhängig, denn frei sind wir nicht in uns selbst. Die Sünde hat auch unseren Willen geknechtet. In Johannes Kapitel 8, Verse 31 bis 32 steht: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist es nicht genau das, was wir brauchen und was wir wollen und was uns Gott von Herzen auch geben möchte, durch den Glauben an den gekreuzigten Heiland Jesus Christus, der Sünde, Tod und Teufel überwunden hat, der uns ewiges Leben schenkt, der uns die Wohnungen bereitet im Himmel und der uns mit einer Liebe liebt, die alles übersteigt und die letztlich dann seine Vollkommenheit erfährt, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und ihn sehen, wie er ist. Darauf dürfen wir uns von Herzen freuen. Gott segne euch. Amen. Thank you.